Sie zu Hause haben Ihr Voting abgegeben. Und jetzt schauen wir mal, wer bekommt die goldene Henne? Die Aufsteigerin des Jahres ist Selina Grotian. Selina, komm zu uns auf die Bühne. Wow. Herzlich willkommen, Selina. Dein Applaus. Wow. Toll. Echt sehr beeindruckend. Wie fühlt sich das an für dich, wenn du dich da im Fernsehen siehst? Ein bisschen crazy, muss ich sagen. Ja. Also, wir finden das großartig, was du da machst. Ich bin ein großer Biathlon-Fan. Ich kann diese Leistung gar nicht genau einschätzen, weil ich kein Experte bin. Aber der Mann, der jetzt zu uns kommt und für dich eine Laudatio halten möchte, der ist definitiv Experte. Er ist Doppel-Weltmeister von 2015 und ein Jahr drauf gab es dann bei den Olympischen Spielen die Silbermedaille. Und er ist mittlerweile Trainer in Oberhof und ARD-Experte. Hier ist dein Laudator, hier ist Erik Lesser. Guten Abend, Erik. Hallo, guten Abend. Liebe Gäste, wir würdigen heute nicht nur eine Leistung, eine Person der letzten Saison, sondern wir ehren heute einen Prozess der letzten mindestens 10 Jahren. Du hast die Schüler und Jugendklassen gerockt. Da war es nur eine Frage der Zeit, wann du international für Furore sorgen würdest. Mit Ehrgeiz, Fokus und Leidenschaft, bla bla, aber ehrlich gesagt, mit Schweiß, Schmerz und Entbehrungen hast du gemeinsam mit deinen Coaches zusammen den nächsten Schritt vorbereitet. Aus dem einen Schritt wurde ein Riesensprung. Die Juniorenklassen hast du dominiert und letztes Jahr heftig geflext. Weltcup-Debüt mit 19 Jahren, feinste Sahne. Das lässt das Biathlon-Fan-Herz natürlich höher schlagen und dich natürlich auch groß träumen. Allerdings mache ich mir bei dir keine Sorgen, dass dir der Erfolg zu Kopf steigen könnte. Denn ein Blick in deine Familiengeschichte zeigt mir, dass du das im Griff hast. Denn du weißt, was es bedeutet, für ein Ziel zu kämpfen und Hindernisse als Gelegenheit zu nutzen und Demut zu erfahren. Eine deiner vielen Eigenschaften, die ich besonders schätze, ist deine Bodenständigkeit. Einfach mal Biathlon sein lassen und chillaxen, chillen. Ja? Oder gleich das Handy, sehr zum Leidwesen deiner Kontaktperson, Manager, einfach mal den Flugmodus schalten. Liebe Selina, den Aufstieg hast du bisher hervorragend gemeistert. Die Klasse zu halten wird allerdings etwas schwieriger. Das Rüstzeug dazu hast du, die Familie und die richtigen Wegbegleiter ebenfalls. Zu der goldenen Henne heute als Aufsteigerin des Jahres wünscht dir herzlichen Glückwunsch. Meine Damen und Herren, die goldene Henne in der Kategorie Aufsteigerin geht an Selina Grotian. Danke sehr. Finde ich schön. Danke dir. Herzlichen Glückwunsch, Selina, von uns allen. Was sagst du zu der goldenen Henne? Geht's? Soll ich dir ein bisschen helfen? Funktioniert? Ja, jetzt geht's. Danke. Okay. Ja, ich muss sagen, dass mir das ein bisschen was Neues ist, vor so vielen Leuten zu stehen. Im Biathlon-Stadion ist doch etwas entspannter, muss ich sagen. So viel Prominenz auf einmal, aber ich bin unglaublich stolz, diesen Preis gewonnen zu haben. Und allein hierher zu fahren, war für mich schon eine Riesenerfahrung. Und ich bin unglaublich dankbar, hier sein zu dürfen. Und natürlich auch an die anderen drei Mädels, was das auch für eine Arbeit ist, was die drei geleistet haben. Ist, glaube ich, auch, muss man jetzt auch nochmal erwähnen. Und dann natürlich, wie der Erik schon erwähnt hat, einfach die Unterstützung, die man in diesem Sport auch braucht, von daheim, von den ganzen Trainern. Die ist, glaube ich, unendlich wichtig in dem Sport. Und natürlich auch an alle, die abgestimmt haben, ein Riesendank. Ja, unglaublich einfach. Toll. Wirklich toll. Danke. Die Aufsteigerin des Jahres, Selina Grotian.